Ich habe mich auch gefragt, was ist das Supply Chain Management? Supply Chain Management bedeutet übersetzt die Lieferkettenverwaltung. Das SCM ist eine integrierte und prozessorientierte Planung und Steuerung der Waren, Informations- und Geldflüsse über die gesamte Wertschöpfungs- und Lieferkette. Dabei werden die Wege vom Kunden bis zum Rohstofflieferanten betrachtet. Beim SCM wird allgemein versucht, alle logistischen Vorgänge und Funktionen innerhalb einer Versorgungskette effizient zu machen und den Kundennutzen zu steigern sowie eine Kommunikation aufrechtzuerhalten. Durch diese Kommunikation zwischen den einzelnen Prozessen wird das Ziel verfolgt, Bestände entlang der Lieferkette zu reduzieren. Also wird versucht, weniger Produkte auf Lager zu haben als notwendig, um weniger Kapital zu binden. Damit einher geht also auch der Bedarf an Ressourcen, der optimiert werden soll. Es sollen keine Verschwendung an Ressourcen stattfinden und gleichzeitig aber auch eine Verfügbarkeit der Lieferkette für Produkte, die verkauft werden sollen, vorhanden sein. Da alle notwendigen Daten für die angesprochene Kommunikation bereichsübergreifend in digitaler Form zur Verfügung stehen, können auch planungs- und ausführungsrelevante Prozesse bereichsübergreifend in Einklang gebracht werden. Das Supply Chain Management stellt vor der Beschaffung der Waren über einzelne Produktionsschritte bis hin zur Vertrieb und Distribution der Güter sicher, dass alle Aufgabenprozesse optimal aufeinander abgestimmt sind. Das ermöglicht Unternehmen, die über ein optimiertes Supply Chain Management verfügen, unmittelbar auf interne Unstimmigkeiten oder Abweichungen sowie externe Einflussfaktoren reagieren zu können. In der heutigen Zeit zählt ein durchdachtes Supply Chain Management nicht selten zu den grundlegenden Voraussetzungen der Marktfähigkeit von Produkten. Somit sind Firmen abhängig von integrierten Liefer- und Logistikketten. Es geht um schnelle Anpassungszeiten, kurze Lieferwege, kostengünstige Verkaufspreise. Auch von Kunden gibt es gewisse Anforderungen an die Effizienz, an die Schnelligkeit, die beachtet werden müssen. Bestimmte Bereiche des SCM werden dafür meist durch Experten für dieses Gebiet verwaltet. Die Unternehmen, die ihr Supply Chain Management am besten aufeinander und auf den Kunden abstimmen, gehen als Sieger hervor.